Hier ist Ronja und heute, an dem Tag, an dem ich das Video aufnehme, wird mein YouTube-Kanal genau ein Jahr alt. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen früher gestartet, aber das erste Video, was ich hochgeladen habe, ist von vor genau einem Jahr. Und daher dachte ich mir, wir könnten uns das ja mal angucken und schauen, wie es sich so verändert hat. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr irgendwann gesehen und ich habe meine alten Videos nie nochmal gesehen, deswegen bin ich ehrlich gesagt gespannt, was sich so verändert hat. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Und wir gucken uns mein allererstes YouTube-Video an. Yay! Auf geht's! Unglaubliches Talent in Minecraft Build Battle ist der Name. Wow, ich glaube, es ist Master Builders. Könnte sein, beziehungsweise Build Battle. Damals kannte ich den Namen Master Builders noch nicht. Erstmal, ich sehe aus wie ein Frettchen. Was die Frisur angeht, hat sich scheinbar nicht viel verändert. Immerhin das. Mit was auch immer, frag mich was. Okay. Mit Gastro. Und ich weiß nicht, spielt Topstone? Ich bin mir nicht sicher. Ja, hallo. Ich bin okay. Ja, Top spielt auch mit, aber der ist nicht mit der ist mit einem Leu mit einem Typ. Genau, ich bin mit Gastro, versuche ich was zu bauen. Ich bin kein. mit Gastro versuche ich was zu bauen. So, Dude. What the hell? Also ich finde es sehr ulkig, dass ich A, Dirt in der Hand halte und B, sage mit, ich weiß nicht, ich nenne Flo die ganze Zeit Chaos Flo. Und ja, meine Tonqualität ist, glaube ich, Experte, deswegen wird mir alles gezeigt und ich hoffe... Ja doch, du bist Pro. Ich bin ja. Pro. Und ihr werdet nicht erwartet, dass du ein Meisterwerk aus dem Nichts schaffst. Ich hoffe, ihr genießt das Meisterwerk. Vor allem, ich finde, das Beste ist, wie ich einfach aufgenommen habe, aber so die Hälfte von meiner Zuleiste abgeschnitten ist. Zoo bauen? Oh, wir können Zoo bauen, das ist eine gute Idee. Ist einfach, man sieht nicht mal, was ich in der Hand halte. So ein Käfig, Gitter, irgendwas. Käfig. Oh, warte, ich hab was abgebaut. Das ist mir am Anfang, das ist mir so viel passiert, die ganze Zeit. Ich habe ständig einfach alles abgebaut, weil ich rechts und links klicke, nicht wusste, was tut. Und ich habe alles abgebaut. Und ich habe, wie ihr vielleicht an meinem ahnungslosen Gesichtsausdruck seht, keine Ahnung, was ich tue. Außerdem bin ich gnadenlos überbelichtet. Aber so alles in allem, würde ich mal sagen, also davon abgesehen, dass die Bild- und Tonqualität deutlich schlecht ist. Ich habe es auf Full HD, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, also ich rede mir ein, dass meine Bild- und Tonqualität sich gesteigert hat. Ich habe da auch ein bisschen Geld reingesteckt. Aber mal gucken, ne? Okay, ich glaube, hier haben wir fertig gebaut. Die Nase haben wir irgendwie. Nee, schau mal, egal, lass mal das. Mach Bone Meat auf den Boden drauf. Honestly, okay? Wir haben es gebaut. Flo hat damals alles gebaut. Verstehst du? Immer wenn wir Build Battle aufgenommen haben. Ups. Erstmal, ich habe alles kaputt gemacht. Ich bin die ganze Zeit, ich habe an eine random Stelle gesprungen. Und ich wusste nicht, dass man mit der mittleren Maustaste quasi das andere auswählen konnte. Und deswegen habe ich nie gewusst, wenn ich etwas abgebaut habe, so, oh Mann, wie baue ich das denn wieder auf? Habe ich alles mit Dirt mal gebaut. Aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das geht. Und ich habe Flo damals alles bauen lassen. Weil ich es halt nicht konnte. Weil ich halt, ganz ehrlich, ich war schon überfordert mit, okay, ich baue ein einfaches Quadrat. So, ja, also ich glaube, die ist da niemand böse von den Zuschauern. Ja, mit Streuer ist das gut gemacht. Okay, wir haben jetzt hier gerade. Nein, habe ich nicht. Oh, also top, der ist der Böse. Hä, was? Ich bin was? Das ist wunderschön. Ich weiß noch, wie ich damals sowas schon mal gesehen. Ey, ich freue mich, dass ich Gras mache. Ich könnte sagen, was ich... Oh mein Gott, ich muss vergessen. Ich freue mich so, dass ich Gras machen konnte. Also, ey, ich bin die schönste. Oh, wie knuffig! Vor allem, das Beste ist, Flo versucht unseres noch irgendwie hochzureden, weil er hat es halt auch gebaut. Und ich sitze einfach nur so ahnungslos da und mir so, ha, ich habe gerade die ganze Zeit Gras abgebaut, aber habe es jetzt wieder mit Dirt ersetzt. Gute Nachrichten und ich freue mich, dass ich Gras mache. Oder? Seht ihr das? Die Landschaft, die Umgebung, der Zaun, vor allem der oben drauf. Gib legendär, nein, gib legendär! Oh, stimmt, ich wollte den Zaun bauen und dann habe ich so Eisenstäbe gebaut. Und dann haben wir Tops gesagt, er soll unseres auf legendär voten, damit wir nicht auf den letzten Platz kommen. You can't vote for your own. Ich hab das auch. Oh, da, und da wusste ich nicht, dass man nicht selber voten kann. Dann habe ich gedacht, als Flo gebrüllt hat, gib legendär, dass er mich meint und nicht, dass er Tops meint. Ja, ja. Du musst die Competition einfach auch. Guck mal, der hier ist der Beste, der kriegt jetzt ein super. Der ist furchtbar heiß. Obwohl, den können wir gute Bewertung geben. Epic ist der. Weil nämlich, das wird niemand anderes voten und dann ist unsere eigene. Ich weiß nicht, was meine Logik da ist. Eine Chance besser. Was? Wenn ich. Meine Logik war, okay, wenn wir den jetzt Epic voten, das wird niemand anderes machen und dann ist unsere eigene Chance besser. Vielleicht, okay, vielleicht ist es so, ich denke aber mal nicht. Ich finde es übrigens auch schön.
Also mein Zimmer hat sich nicht verändert, abgesehen davon, dass meine Vorhänge abgerissen sind. Aber man sieht dann auch die SpongeBob-Trash-Wäsche im Hintergrund. Ich glaube, ich habe die Kamera ein bisschen gedreht irgendwann aus Versehen. Ich glaube, gewinnen tun wir das nicht. Nee, wir haben es auch nicht gewonnen. Was bauen wir denn als nächstes Schönes? Den Frosch, der... Oh, doch, daran erinnere ich mich doch. Da haben wir noch so Blätter gebaut. Beziehungsweise Flo hat diese Blätter da im Hintergrund gebaut und hat gesagt, wie ich es machen soll. Und ich habe dann so einen Klumpen hier vorne gebaut. Hey, das ist wunderschön! Und habe gesagt, das ist ein Blatt, Leute. Das ist ein Blatt. Und alle haben nur gelacht und war so... Ich meine, es ist eine Treppe. Seien wir ehrlich, es ist eine Treppe aus grüner Wolle. Aber ich war noch nicht fertig und habe dann hier noch so ein Dings nach oben gebaut. Und war ganz zufrieden damit. Und war so, Mensch, sieht eigentlich ganz gut aus. Aber dein Blatt ist schön. Ich kann es nicht besser, so ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schrecklich. Ich versuche es jetzt hier zu ersetzen mit hellgrün, aber es ist gar nicht so schrecklich. Es hätte wirklich schlimmer sein können. Deine Blätter sehen aus dafür, wie Schiffe. Also man muss bedenken, es war mein erstes Mal Minecraft. Ich habe in der Runde davor, habe ich noch ständig alles abgebaut. Also die Verbesserung ist schon immens von dem zu diesem Frosch. Ja, so ein bisschen Herbst. Das war dann auch mein Anteil. Ich habe den Frosch gebaut und den Rest hat Flo gebaut. So, er hat 3 Blätter gemacht, das Thema war Blatt und ich habe den Frosch dazu gesetzt. Ich weiß aber auch, dass wir das nicht... Der Maus hast du. Okay, ist es. Ich bin nicht ganz sicher. Wir hätten dann auch noch Baum. Danach habe ich noch 3-4 Mal rote Wolle hingesetzt. Egal, ich brauche eine rote. Wow. Ja, das war schon... Die anderen machen. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Wir haben echt eine Chance. Ich finde auch, also guck mal. Eine Chance. Wir haben Bäume. Es ist so weird, das zu sehen. Oh, stimmt. Wir brauchen noch einen Boden. Warte mal. Es ist... Okay, erstmal, ich gucke mir ja meine eigenen Videos nicht an. Ich gucke, also die am Anfang habe ich, na klar, die habe ich selber noch geschnitten und alles. Aber normalerweise, abgesehen davon, gucke ich mir ja meine eigenen Videos nicht an. Ich weiß ja, was da passiert. Ich habe es ja einmal gesehen beim Aufnehmen und einmal beim Schneiden. Es ist so ungewohnt, sich selber zuzugucken, während man redet und, jetzt fühlt meine Katze mit der Hand. Nein, so, vor allem in den Anfangszeiten, vor allem so mit Flo und Hobbs noch. Oh, stimmt. Warte mal, kannst du den Boden wechseln? Hier, weil da war ich ja auch ganz neu in der Gruppe. Ihr müsst bedenken, ich habe deinen Fehler gefixt. Oh, das ist schön. Nice. Ich war fasziniert von allem. Ich wusste nicht, was es für Features gibt in Minecraft. Und dann hat er auf einmal alles zu Gras gemacht. Und ich war nur so, wie hat er das denn jetzt gemacht? Magie. Und es ist, ich weiß nicht, ich kannte die ja nicht. Ich habe ja, ich weiß nicht, Flo und Tops vielleicht 2 Wochen vorher oder sowas kennengelernt. Also... So, ich habe mit Flo davor kurz geschrieben, dann haben wir ein paar Mal geredet im Teamspeak und dann hat er gesagt, so, ja, wir können ja was aufnehmen und dann haben wir für seinen Kanal, glaube ich, so eine Folge aufgenommen, wo wir in einem McDonald's arbeiten oder sowas und ich da die neue Angestellte mit bin und da habe ich ehrlich gesagt auch nicht viel gemacht, bin nur mit rumgelaufen und war so, hi, ja, weil ich mit dem Roleplaying überhaupt nicht klar gekommen bin und dann haben wir gesagt, ja, für mich können wir was Einfaches machen, sowas wie Build Battle, das kennt die Ron ja noch nicht und dann können wir das ja aufnehmen. Aber es ist so ungewohnt, weil also ich glaube auch, dass wir gegen Ende... Ich sag, wir haben das. Guck mal, wo ist hier ein Blatt? Ich sehe hier kein Blatt. Anders interagiert haben. Weil da kann ich, wie gesagt, ich kann die 2 auch nicht. Das waren fremde Leute im Endeffekt für mich. Das ist sehr schlecht. Aber ach, da bist du. Ich bin überall aus dem Video. Das ist auch so ein Gewinn. Ja, aber schau jetzt mal ernsthaft, wo sind die Blätter? Ich sehe hier keine. Da war ich auch so richtig... Wow, ich gebe einfach einen Superpunkt, damit wir gewinnen. Was nicht da ist. Das habe ich später nicht mehr gemacht. Am Ende war ich ein fairer Bewerter. Oh, ich kann es euch jetzt nicht sagen, ob wir es gewonnen haben. Ich sag, wir sind auch erst bei YouTube. Wer das nächste Video empfehlen möchte und hier den Button hat, abonniert mich und guckt bei den anderen die Videos. Bis zum nächsten Mal. Ich hatte kein Outro, ich hatte keine Endcard und diese Dinger liegen überall in der Mitte rum und sind im Weg. Schreibt mir mal in die Kommentare, von wann an ihr dabei wart. Das würde mich mal interessieren. So, wer den traurigen Anfang noch mitgekriegt hat oder wer jetzt erst dazugekommen ist, das würde mich mal interessieren. So, was euer erstes Video war, was ihr von mir gesehen habt. Und beziehungsweise wie und wann ihr so auf den Kanal gekommen seid. Weil das kriegt man ja normalerweise nicht mit und ich finde es mega faszinierend, weil wenn ich mir das so angucke,
So, der Ton war schlecht, es war überbelichtet. Keiner weiß, wer ich bin. Und ich war einfach nur so da und war so, ja, ich nehme heute hier mit Chaos Flo auf. Chaos Flo und ich bauen heute was und Flo hat was gebaut und ich habe es die ganze Zeit nur kaputt gemacht. So, ich sehe die Probleme, die das bieten könnte. Aber ich erinnere mich nicht dran, dass die Kommentare darunter so mega lieb waren. Warte, ich lese jetzt mal ein paar. Holy moly, das sind so viele Kommentare. Hier, hey, du machst es super. Es heißt eigentlich Bildbattle. Was du noch machen könntest, wäre dich und die anderen lauter stellen. Und du könntest kraftvoller reden und du solltest dich nicht schämen. Rede ich jetzt kraftvoller? Habt ihr das Gefühl, ich rede kraftvoller? Ich kann mich immer noch nicht so viel lauter stellen. Schließlich sind wir ja Chaoslo 44 Community. Und die einen auch von Tobs. Mit dem Toastbrot-Emoji. Aber jetzt sind wir auch Teil deiner Community. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viele... Oh, es ist so cute. Ich habe damals, also, was heißt damals? Ich lese immer noch alle meine Kommentare. Aber so, da habe ich wirklich so jeden Kommentar gelesen. Und ich habe die ganze Zeit, ich saß die ganze Zeit, als ich das hochgeladen habe an meinem PC und habe auf Refresh, Refresh, Refresh gedrückt und habe immer die neuen Kommentare gelesen. Und am Anfang kamen so viele und ich war so, oh mein Gott, das ist so cool. Und habe mich so, oh mein Gott, so, jetzt, wo ich es mir angucke, kommen so die ganzen Erinnerungen dran zurück. Und es ist so faszinierend irgendwie. Alle, guck mal, wie nett alle Leute sind. So, alle Anfang ist schwer. Bestimmt wirst du noch besser in Minecraft. Kannst du gucken, ob du es hinbekommst, dass die Aufnahme und so lauter wird. Und jetzt machst du jetzt immer mit Facecam. Machst du vielleicht beim Word. Voll gut fürs erste Video. So, ich meine, das ist offensichtlich viel zu leise und man versteht kein Wort. Aber so die Leute waren noch so richtig, hey, vielleicht könntest du ja schauen, ob man es ein bisschen lauter macht. Und hier, ich wünsche dir einen guten Start in deiner Minecraft- und YouTube-Karriere. Wir werden dich unterstützen und dir Saftigkeit geben und Ziegelsteine. Am Anfang wird es etwas schwierig sein, aber du wirst schon gut reinkommen. Könntest du Shops mal fragen? Er war vor nicht allzu langer Zeit auch ein Anfänger. Du könntest in nächster Zeit ein paar Q&A-Videos machen, damit wir dich etwas besser kennenlernen. Das habe ich gemacht. Falls ihr die übrigens sehen möchtet, sind die bestimmt hier oben beim i verlinkt. Ich habe auch eine Playlist dafür, für so Q&A-Kram. Aber... es ist so cute. Alle waren so, oh, du siehst so hübsch aus. Oh, du machst das voll gut. Du bist voll sympathisch. Und machst lauter, aber auch noch so nett formuliert. Ohne Mist. Wenn ihr einer der ersten wird, oder selbst wenn ihr jetzt einer der neuen Leute seid, und, keine Ahnung, einen Kommentar schreibt, so, ich lese das wirklich und ich freue mich da ganz ehrlich drüber. Ich sage das nicht nur so. Ich freue mich da wirklich drüber. Es ist... manchmal liest man so Sachen und man hat vielleicht so ein bisschen einen blöden Tag, aber dann liest man sowas und freut sich und irgendwie die Laune hebt sich. Das ist wie, wenn dich irgendwie ein Fremder in der Bahn anlächelt oder ich hatte das neulich, dass irgendwie eine fremde Person mir die Bahn extra aufgehalten hat, als ich hingerannt bin, damit ich die noch kriege. Das sind so kleine Sachen, aber dafür freust du dich den ganzen Tag drüber und genauso geht mir das mit euren Kommentaren. Deswegen ein vieles herzliches Dankeschön dafür an euch alle und habt noch ein wunderschönes Wochenende und abonniert den Kanal, falls ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt. Wir sind bald hoffentlich bei 100.000, das würde mich mega freuen. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht noch mal was Ähnliches in der Zukunft sehen möchtet, dann gebt dem Ganzen hier einen Daumen nach oben, dann sehe ich, dass ihr sowas mögt. Macht's gut, bis morgen, ciao!